Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Und zwar möchte ich heute über Rogers Haki sprechen. Im Databook ViewRecord ist es nämlich zu etwas Interessantem gekommen. Wie wir wissen, besteht dieses Databook aus einzelnen Charakterkarten. Diese Charakterkarten beinhalten Informationen zu einem Charakter. Woher sie kommen, was sie mögen, sowie auch welche Haki-Arten sie besitzen. Wie in meinem letzten Video erwähnt, ist dadurch bestätigt worden, dass Shanks alle drei Haki-Arten besitzt. Doch was ist mit Rogers Karte? Ja, auch diese gibt es. Das Kuriose an der Sache ist aber, dass an der Stelle, wo das Haki von Roger angezeigt wird, dieses durch Werbung verdeckt ist. Wieso wird Rogers Haki versteckt? Ich meine, wenn er alle drei Haki-Arten beherrscht, wäre es jetzt kein allzu krasser Reveal, weil wir davon schon seit langem ausgehen. Also wieso verbirgt Oda dies? Hierfür gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Und zwar könnte Oda dies verstecken, weil die Felder sonst leer wären. Würde also bedeuten, dass Roger gar kein Haki beherrscht. Das wäre schon ein heftiger Schock, der Piratenkönig ohne Haki. Jedoch ist dies relativ unwahrscheinlich. Ich meine, irgendwie muss er ja Piratenkönig geworden sein. Und wenn er kein Haki besitzt und vielleicht nicht mal eine Teufelsfrucht, wäre er so stark nur durch reiner körperlicher Stärke. Und dazu wäre es noch seltsam, dass immerhin zwei Leute aus seiner Bande Haki beherrschen, mit Rayleigh und Shanks. Also, dass Roger kein Haki hat, können wir, denke ich, getrost zur Seite schieben. Doch warum dann das Geheimnis? Naja. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, und zwar, dass Roger mehr als nur die drei uns bisher bekannten Haki-Arten beherrscht. Warum war Roger so stark? Wie wurde er Piratenkönig? Indem er alle übertrumpfte, indem er mehr als die drei Haki-Arten beherrschte. Wird vielleicht Voices of All Things eine der Haki-Arten? Immerhin. Ruffy hatte The Voice of All Things nach dem 2 Jahre Timescape, wo er sein Haki trainierte. Man könnte es sozusagen als Counterpart zum Königshaki sehen. Das Königshaki ist dazu da, um den Willen eines Gegners zu unterdrücken. The Voice of All Things ist aber dazu da, um alles und jeden zu hören und zu verstehen. Und wenn man es verstärkt hat, sogar mit denen zu kommunizieren. Königshaki ist also die kriegerischere Variante, The Voice of All Things die friedlichere, um mit allen Rassen und Lebewesen kommunizieren zu können und nicht sie zu unterdrücken. Genau wie Haki kann man auch The Voices of All Things trainieren, denn die erste Stufe ist, dass man die Stimmen allen Lebens hören kann. Doch wenn man es trainiert und verstärkt, dann kann man mit allen kommunizieren. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass Poseidon eine Art Voices of All Things zusammengemixt mit Königshaki ist. Durch die Voices of All Things ist Shirahoshi in der Lage, die Seekönige zu verstehen und mit ihnen zu kommunizieren. Mit dem Königshaki Part ist sie in der Lage, sie zu befehligen. Ähnlich wie auch Momonosuke bei Zo. So könnte es auch mit Joyboy gewesen sein. Möglicherweise war er der stärkste Haki-Nutzer. Neben dem ganz normalen Rüstungshaki und dem Observationshaki konnte er auch das Königshaki anwenden. Aber Joyboy wollte niemanden unterdrücken. Er wollte niemanden seinem Willen aufzwingen. Er wollte ja immer, dass alle friedlich leben. Und deshalb schuf Joyboy eine vierte Haki-Art, The Voices of All Things, um mit allem und jedem kommunizieren zu können, um alle zu verstehen, um alle Probleme der Welt zu lösen. Denn wenn sich alle Menschen untereinander verstehen könnten, wenn es keine Sprachbarrikaden mehr gäbe, wenn man verstehen würde, was der andere denkt und was er fühlt, wäre diese Welt deutlich friedlicher. Und das war Joyboys Ziel, aber nicht im Samas. Ich hoffe, diese kleine Theorie hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir wie immer durch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, schämt euch. Böse. Böse. Aber ihr könnt sie nachholen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Und haut rein. Ciao. Oder Games unterhalten wollt, dann kommt auf meinen Discord-Kanal Insane Network. Den Einladungslink gibt es in der Beschreibung. Wir hören uns.